liebe Blumi-Freundin. So, Zwischenbericht, Challenge, obere Augenlider. Hat sich was getan. Es sind jetzt anderthalb Monate vergangen, ungefähr, vielleicht auch ein bisschen mehr, seit ich versuche, meine oberen Augenlider zu straffen. Ja, ist was passiert? Nach anderthalb Monaten kann eigentlich noch nicht sein, ist aber. Zumindest kann ich sagen, dass ich genau das gemacht habe, wovon ich allen abrate, die mit Blumi-Training beginnen, es zu tun. Ja, alle, die beginnen, haben so wie ich, als ich damals begonnen habe, mein Schlupflid wegzutrainieren, eine Sache so, wo sie sagen, das wollen sie weg haben. Ja, entweder den Hals oder Oberlippenfältchen oder eben auch Schlupflid oder wie ich jetzt schlaffe Augenlider oder irgendwelche einzelnen Falten hier, so eine, die Glabellafalte oder diese Mundfalten, Nasolabialfalte. Ja, man sagt sich, diese eine Sache will ich weg haben und dann ist gut. Ja, dann ist alles gut. Ist nicht so. So, alles hängt zusammen und alles muss zusammen trainiert werden. Und nur nach und nach und nach bekommt man wieder den Gesamtzusammenhang, sodass auch das Einzelne, was man wirklich so speziell weghaben will, auch mit weggeht. Oh, ich weiß das alles so gut. Ich erzähle das auch immer so gut. Und ich tue es nicht. Es ist ja auch das erste Mal seit 10 Jahren, dass ich eine ganz konkrete Sache weghaben wollte. Alle anderen Trainings, also alle anderen Übungen mache ich ja regelmäßig, immer mal das und mal das und mal das. Der ganze Organismus muss ja trainiert werden, das, was ich sage. Aber nur dachte ich, ja, die oberen Augenlider, ich habe da eine Übung, die mache ich jetzt. Ich wollte ja auch so zusammen, im Zusammenhang mit den Nasolabialfalten machen. Also die ein, zwei Übungen, die habe ich die ersten 3, 4 Wochen verstärkt gemacht und viel, 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 viel öfter, als eigentlich gut wäre. Gerade die oberen Augenlider, das ist ja so eine ganz komplizierte Kopfsache auch. Ja, das ist nicht so einfach. Ich trainiere und trainiere und trainiere und eines Tages kriege ich einen wahnsinnigen Kopfschmerz. Richtig, als würde alles Blut aus meinem Körper in den Kopf hinein schießen und dort bummern, 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 bummern. Es hörte überhaupt nicht auf. Nicht, dass ich jetzt dachte, ich sterbe, so schlimm war es nicht. Aber es war etwas schlimmer als meine Migräneanfälle, die ich noch vor Jahren hatte. Natürlich. Die Verspannung im Kopf, die so im Laufe der Jahre kommt und deshalb entstehen ja diese verschiedenen Alterserscheinungen, die begann ich nun wegzutrainieren. Aber an einer Stelle eben zu viel. Und das sagte mir dann auch der Körper. Ich sage ja immer, Kopf ist Feinelektronik, der Körper, das ist Schwermaschinen, da kann man ruhig mal so im Fitnesscenter so 1, 2 Stunden pumpen. Da ist hier so ein paar Muskeln, die man dann anstrengt. Im Gesicht, im Kopf, im ganzen Kopf ist das ganz, 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 ganz anders. Ich weiß das, ich habe es nicht getan. So, nach diesem gewaltigen Kopfschmerzanfall wurde mir das wieder bewusst und ich trainierte wieder alles vorn und hinten und rechts und links, also all die Übungen, die ich fürs Gesicht und für den Körper habe und natürlich ab und an ein bisschen mehr für die oberen Augenlider. So, ich habe dazu auch Fotos gemacht, also ganz am Anfang, das zeigte ich ja schon beim Teil 1. Dann nach 3, 4 Wochen hat man noch nicht viel gesehen und jetzt, gestern habe ich das aufgenommen. Es ist vielleicht ein halber Millimeter besser geworden. Und das ist schon viel mehr, als ich eigentlich dachte, also logisch dachte, nicht emotional gerne hätte. Ja, das ist ein Unterschied zwischen dem, was ich weiß, habe ich ja schon gesagt, und dem, was ich mache und gerne hätte. Das sind so zwei Seelen, mindestens zwei in unserer Brust. Ja, die eine weiß Bescheid, die andere macht es nicht und hält sich nicht dran. So, ich sagte ja, mindestens 3 Monate braucht man, um überhaupt irgendwie was zu sehen. Aber gut, ich mache ja nun schon insgesamt sehr viel Training.
Und bei mir funktioniert alles schon ein bisschen schneller, glaube ich vielleicht. Ja, obwohl natürlich die ganze Sache langsam vonstatten geht. Also ein Milli, vielleicht ein halber Millimeter, ist schon mehr zu sehen von meinen oberen Augenlidern, die vorher ja ganz weg waren. Ja, also da schlappte das ja drauf. Das Schlupflid, was so von der Seite kam, war weg, aber das obere Augenlid, da sind ganz, ganz viele Komponenten, die dafür sorgen, dass das so schlaff wird. Und deshalb muss man auch verschiedene Übungen machen. Und wenn ihr diese Übungen machen wollt, geht bei mir aufs Blumi-Training. Da findet ihr einen ganzen Kurs, da findet ihr all die Übungen. Könnt ihr alle wunderschön machen. Ich mache auch diesen Zwischenbericht jetzt aus dem Grunde, nicht, dass irgendeiner auf die Idee kommt, wenn ich so erst nach einem Vierteljahr wieder mich melde, dass er sagt, ja, das hat sie sich wegschneiden lassen oder so. Ja, in dem Vierteljahr kann man sich ja das wegoperieren lassen und dann strahlt man neu und frisch. Nee, so funktioniert das bei mir nicht. Also ich will nur sagen, wenn ihr bei Blumi Training anfangt, eine Sache wegtrainieren zu wollen, macht das nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe. Nur diese eine Sache trainieren, sondern wirklich alles, den gesamten Kopf vorn und hinten und rechts und links, damit diese Gesamtspannkraft wieder entsteht. Diese wenigen Muskeln, wir haben gar nicht so viele Muskeln, ich glaube 25 oder 27, wird gesagt, haben wir im Gesicht, die sind aber alle miteinander vernetzt. Wir können bis zu 3000 mimische Möglichkeiten so, also ja, machen, weltweit gesehen. Und dazu brauchen wir diese Vernetzung. Das ist zum Beispiel beim Arm ja überhaupt nicht so. Ja, da haben wir den Bizeps und den Trizeps und das war's. Ne, damit brauchen wir ja auch nur heben und wegstoßen. Das ist anders im Gesicht. Das Gesicht ist ein Kommunikationsmittel. Mehr noch als unsere Sprache spricht unser Gesicht. Und unser Gesicht ist eben eine reine Nervenangelegenheit. Ja, hier sind ganz, ganz viele Nerven im Gesicht. Das ist ja so eine Ausstülpung des Gehirns, das Gesicht. Ja, unsere Sinnesorgane sind hier eingearbeitet. Und da muss man auch sehr vorsichtig trainieren. Doch wie gesagt, es ist machbar, man kann es schaffen. Und da möchte ich zum Abschluss mal einen Vergleich zeigen. Ich habe vor kurzem die App Face App bei mir heruntergeladen und gleich mal mit drumherum gespielt. Dauerte eine Weile, bis ich das alles so begriffen hatte, aber ging dann relativ schnell. Und ich habe mal so ein paar Fotos aneinandergefügt. Das heute Foto, was ihr hier seht, da musste ich ein bisschen am Rumfummeln, denn ich habe ja kein Profi-Equipment. Mein altes Foto von 1993 ist bei einem professionellen Fotografen gemacht worden. Das mittlere Foto hat FaceApp daraus gebastelt. So würde ich aussehen, wenn ich alt wäre, jetzt so, also ohne Training. Und das rechte Foto, was ihr seht, ja, ihr seht mich auch so. Das bin ich heute. Dank Blumi. Und ich werde weiter trainieren. Und Mitte September kommt Challenge, oberes Augenlid. Ja, so eine noch nicht ganz Endauswertung. Aber ich denke, nach einem Vierteljahr kann ich schon ein bisschen mehr sagen als ein halber Millimeter. Und eines muss ich noch sagen, wenn man 40 ist und sagt ein halber Millimeter, das scheint nicht viel zu sein. Aber wenn man 65 ist und einen halben Millimeter weniger Falten hat, einen halben Millimeter mehr Hautdichte, einen halben Millimeter mehr oberes Augenlid, einen halben Millimeter mehr Frische, mehr Spannkraft, da ist das schon viel. Und wenn ich mehr und mehr davon bekomme, dann ist das Verjüngung. In diesem Sinne, bleibt schön jung, macht nicht zu viel an einer Stelle, alles zusammen, bis zum nächsten Mal und tschüss.